In diesem Video behandeln wir das Gesetz von Gay-Lussac. Hierbei handelt es sich um einen Spezialfall der Zustandsgleichung für ideale Gase. Das Gesetz von Gay-Lussac besagt, dass das Volumen und die Temperatur proportional zueinander sind, wenn der Druck konstant gehalten wird. Betrachten wir also ein ideales Gas und erhitzen dieses zum Beispiel, dann dehnt sich dieses Gas aus, das Volumen vergrößert sich also und die Temperatur steigt. Wir betrachten hierbei aber, dass der Druck konstant gehalten wird. Und dann, wenn der Druck konstant gehalten wird, sind Volumen und Temperatur proportional zueinander. Heißt also, wenn sich das Volumen um das Fünffache ausdehnt, dann vergrößert sich die Temperatur um das Fünffache. Also Volumen und Temperatur steigen um denselben Faktor. Und das besagt das Gesetz von Gay-Lussac. Und ich möchte das Ganze jetzt auch mal an einem Rechenbeispiel vorführen. Wir betrachten jetzt also hier das folgende Beispiel. Wir haben hier ein ideales Gas gegeben in einem Kolben. Im Zustand 1 beträgt dieses ideale Gas eine Temperatur von 20 Grad Celsius und weist ein Volumen von 2,5 Liter auf. Das ist der Zustand 1. Jetzt tritt eine Zustandsänderung ein, und zwar deswegen, weil wir das ideale Gas jetzt erhitzen. Und nachdem wir das ideale Gas erhitzt haben, weist dieses ein Volumen von 2,85 Liter aus. Das Gas hat sich also ausgedehnt, nimmt jetzt also mehr Raum ein. Wir betrachten hier in diesem Fall, dass der Druck konstant gehalten wird. Und ist das der Fall, haben wir also ein ideales Gas gegeben und wird der Druck konstant gehalten, dann gilt das Gesetz von Gay-Lussac, welches ja besagt, dass Volumen und Temperatur proportional zueinander sind. Wir suchen jetzt in diesem Fall hier die Temperatur im Zustand 2. Und die wollen wir jetzt berechnen. Und dazu können wir diese Gleichung hier verwenden. Wir haben hier einmal den Zustand 1 gegeben, Volumen 1 durch die Temperatur 1, heißt also Volumen und Temperatur im Zustand 1 sind hier proportional zueinander. Und das ist gleich Volumen durch Temperatur im Zustand 2. Heißt also, der Quotient aus Volumen und Temperatur ist konstant für jeden Zustand, den wir betrachten. Natürlich ändern sich hier die Größen. Volumen im Zustand 1 und Temperatur im Zustand 2 ändern sich dann hier für den Zustand 2. Aber der Quotient aus Volumen und Temperatur ist in jedem Zustand identisch, also konstant. Heißt also, hier muss immer der gleiche Wert resultieren. Wir suchen jetzt, wie gesagt, die Temperatur im Zustand 2 und können deswegen jetzt hier diese Gleichung heranziehen. Wir haben ja das Volumen im Zustand 1 gegeben, wir haben die Temperatur im Zustand 1 gegeben, wir haben das Volumen im Zustand 2 gegeben. Also können wir hieraus jetzt die Temperatur im Zustand 2 bestimmen. Wir haben hier nämlich insgesamt 4 Größen gegeben, wovon 3 gegeben sind. Wir können also die vierte hieraus berechnen. Und das machen wir, indem wir jetzt hier diese Gleichung nach der gesuchten Größe, also nach der Temperatur im Zustand 2, auflösen. Und das machen wir jetzt mal. Zunächst einmal schreiben wir jetzt hier die Formel an. V1 durch T1 gleich V2 durch T2 und wir suchen jetzt hier die Temperatur im Zustand 2. So, zunächst einmal war jetzt die Temperatur, die wir ja auf einer Seite allein stehen haben wollen, weil wir sie ja suchen und weil die jetzt hier im Nenner steht. Um die aus dem Nenner zu bekommen, können wir sie natürlich multiplizieren, aber einfacher ist es jetzt erstmal den Kehrwert auf beiden Seiten zu bilden. So, wir bilden also hier den Kehrwert und wir bilden hier den Kehrwert. Dann sieht das wie folgt aus. Zähler und Nenner werden einfach vertauscht, aber auf beiden Seiten. So, dann haben wir jetzt hier diese Gleichung gegeben und wir können jetzt hier ganz einfach nach der gesuchten Größe T2 auflösen. Wir haben jetzt hier V2 noch im Nenner gegeben.
V2 wollen wir jetzt auf die andere Seite bringen, indem wir hier mit V2 multiplizieren, also mal V2. Und dann steht hier auf der linken Seite T1 durch V1 mal V2 gleich T2. Wir haben jetzt also die Gleichung gegeben, die wir benötigen, um die Temperatur im Zustand 2 zu berechnen. Bevor wir das Ganze machen, schauen wir uns aber noch einmal an, ob die Werte in SI-Einheiten gegeben sind, die wir dann hier einsetzen. Also die Temperatur im Zustand 1 ist in Grad Celsius gegeben, diese müssen wir noch in Kelvin umrechnen. Das Volumen ist in Liter gegeben in beiden Zuständen, das rechnen wir noch in Kubikmeter um. Tatsächlich ist es in diesem Fall auch möglich, das Volumen hier in Liter einzusetzen, einfach deswegen, weil es sich hier rauskürzt. Und damit kürzt sich natürlich auch die Einheit raus. Grundsätzlich gilt aber, ihr solltet immer wissen, wie Werte in SI-Einheiten umgerechnet werden und ihr solltet die Werte auch in SI-Einheiten umrechnen, denn dann seid ihr in jedem Fall auf der sicheren Seite. Und deswegen machen wir das hier auch, obwohl wir hier, wie gesagt, auch das Volumen in Liter einsetzen könnten, einfach deswegen, weil sich Liter, also die Einheit Liter hier dann rauskürzt. So, also schauen wir uns die Temperatur an, 20 Grad Celsius ist hier gegeben. Wir wollen das Ganze in Kelvin umrechnen und das machen wir wie folgt. Das schreibe ich jetzt mal hier hin, Umrechnungen. Wir starten also mit der Temperatur im Zustand 1. Groß T1 heißt also, Groß T steht dafür, dass die Temperatur in Kelvin angegeben wird. Also die 20 Grad Celsius und dazu addieren wir 273,15 und dann erhalten wir die Temperatur in Kelvin. Heißt also, ihr wendet den Grad Celsius Wert an, addiert dazu 273,15 und erhaltet dann den Wert in Kelvin. Und das sind dann 293,15 Kelvin. Gleich resultiert dann natürlich auch die Temperatur in Kelvin und wir können sie dann noch in Grad Celsius umrechnen. So, jetzt betrachten wir die Volumina hier, Volumen 1, Volumen 2, beides in Liter angegeben. Wir wollen es jetzt in die SI-Einheit umrechnen in Kubikmeter. V1 ist also dann 2,5 Liter und 2,5 Liter sind 2,5 Kubikdezimeter, also 1 Liter ist gleich 1 Kubikdezimeter. Und wenn wir das jetzt durch 1000 rechnen, haben wir 0,0025 Kubikmeter. Dasselbe machen wir jetzt auch für das Volumen hier im Zustand 2. 2,85 Liter, das entspricht 2,85 Kubikdezimeter und das durch 1000. Dann erhalten wir 0,00285 Kubikmeter. Wir haben jetzt also alle Größen in ihre SI-Einheit umgerechnet und können jetzt hier diese Gleichung anwenden, um die Temperatur im Zustand 2 zu berechnen. Das machen wir jetzt mal hier. Also T2 ist demnach gleich T1 durch V1. T1 sind hier 293,15 Kelvin geteilt durch V1, also 0,0025 Kubikmeter und das Ganze multipliziert mit dem Volumen im Zustand 2, also mit 0,00285 Kubikmeter. So, und wenn wir das jetzt hier ausrechnen, dann erhalten wir eine Temperatur von 334,19 Kelvin. Die Temperatur im Zustand 2 beträgt jetzt also 334,19 Kelvin. So, und jetzt wollen wir die Temperatur auch noch in Grad Celsius angeben und jetzt führen wir folgende Rechnung durch. Wir haben jetzt hier den Wert in Kelvin gegeben. Wir ziehen jetzt also die 273,15 einfach ab von dem Kelvin-Wert und erhalten dann den Wert in Grad Celsius. Und Grad Celsius wird mit klein t angegeben, also T2 ist demnach gleich 334,19 minus 273,15
und wir erhalten dann für diese Temperatur 61,04 Grad Celsius. Das ist jetzt also die Temperatur in Grad Celsius. Nachdem also jetzt das Gas hier erhitzt worden ist und sich das Volumen auf 2,85 Liter ausgedehnt hat, steigt die Temperatur auf 61,04 Grad Celsius, wobei, ganz wichtig, der Druck konstant gehalten wird. So, das ist also die Berechnung, das ist die Formel, die ihr benötigt, wenn ihr das Gesetz von Gay-Lussac anwendet. Und das gilt, wie gesagt, für ideale Gase, wenn der Druck konstant gehalten wird, dann weisen Volumen und Temperatur ein proportionales Verhältnis zueinander auf. Und das wollen wir uns jetzt auch noch mal genauer anschauen. Ich möchte jetzt noch mal zeigen, dass das Volumen und die Temperatur auch wirklich proportional zueinander sind, heißt also mit demselben Faktor wachsen jetzt in diesem Fall vom Zustand 1 zum Zustand 2. Und dazu schauen wir uns ganz einfach mal die Werte im Zustand 1 und im Zustand 2 an. Heißt also, wir betrachten jetzt erst einmal das Volumen im Zustand 2 und im Zustand 1 und teilen jetzt Volumen im Zustand 2 durch Volumen im Zustand 1. Und das mache ich mal hier hin. Heißt also V2 durch V1. Und das entspricht, wenn wir das einmal hier uns anschauen, das Volumen im Zustand 2, das sind 2,85 Liter. Wir können es auch in Kubikmeter angeben. Das ist im Endeffekt egal. Nehmen wir es jetzt mal in Kubikmeter, also 0,00285 geteilt durch das Volumen im Zustand 1, also 0,0025. Und wenn wir das teilen, dann erhalten wir einen Faktor von 1,14. Was heißt das? Das heißt, das Volumen wächst mit dem Faktor 1,14 vom Zustand 1 ausgesehen zum Zustand 2. Heißt also, wenn wir jetzt hier das Volumen im Zustand 1 betrachten und mit diesen 1,14 multiplizieren, das ist also der Faktor, dann erhalten wir das Volumen im Zustand 2. So, und jetzt schauen wir uns das gleich nochmal für die Temperatur an. Da ja beide proportional zueinander sind, muss jetzt natürlich im Endeffekt derselbe Faktor herauskommen. Also schauen wir uns das mal an, T2 durch T1. Dann haben wir einmal T2 und das haben wir hier berechnet mit 334,19 geteilt durch die Temperatur im Zustand 1, 293,15. Und wenn wir das jetzt teilen, dann erhalten wir auch einen Faktor von 1,14. Wenn wir also die Temperatur im Zustand 1 betrachten und mit dem Faktor 1,14 multiplizieren, dann erhalten wir die Temperatur im Zustand 2. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass Volumen und Temperatur proportional zueinander sind, weil sie beide mit demselben Faktor vom Zustand 1 zum Zustand 2 wachsen. Ich hoffe, mit diesem Video könnte ich euch zeigen, wie das Gesetz von Gay-Lussac funktioniert bzw. was dieses Gesetz aussagt.